So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Kamp-Lintfort. Wir fahren heute nach Düsseldorf und dort besuchen wir BMW. Bei uns hat sich der BMW-Händler gemeldet, nachdem er unsere Videos gesehen hat und behauptet, das hat sich unnormal vieles getan. Ja? Und deswegen testen wir das, ob das wirklich so ist. Wir bekommen heute einen BMW 2er Grand Coupé. Hab ich schon nie gesehen? Gab's noch nie? Oder gab's schon mal so ein Ding? Nee. Nee. Ja, alles wird grand. Grande, grande, grande. Alles wird grande. Ich bin selber gespannt, wie sich es anfühlt, wieder in einem BMW zu fahren. Eigentlich optisch fand ich schön, aber wie gesagt, ich hatte so ein bisschen Stress. Wir hoffen, dass die Zeiten sich geändert haben und die Autos wieder tico-taco laufen. Ich persönlich, ich finde zum Beispiel M8, allgemein den 8er, finde ich schon hardcore sexy, ehrlich jetzt. Also so optisch, ja. Uiuiui. So richtig. Jetzt muss es noch nicht mal einem sein, glaube ich, ne? 650, ja. 8er 650, ja klar. der 850 reicht, glaube ich. Also bei mir ist viel um Optik und so weiter, das muss sportlich aussehen. Und ich meine, der 850 ist so schnell genug. Stücke. Vielleicht kriegen wir auch einen von denen. Wir haben heute lecker gegessen, viel gegessen, weil die Christine hatte Geburtstag, die bei uns arbeitet. Genau. Alles Gute nochmal in dem Sinne. Nachträglich. Und vielen Dank für das Essen. Und vielen Dank fürs Essen, war sehr, sehr lecker. Wir erhoffen uns eine leckere Nachtisch gleich bei BMW. Aber nein, bei Audi haben wir gekriegt Kuchen, ne? Ja, tatsächlich. Ja, also eins muss er sagen, bei Audi haben wir Kuchen gekriegt, ne? Die waren bei uns und haben uns einen Kuchen mitgebracht. Sehr nett, auch von Audi. War sehr nett. So sieht's aus. Bin gespannt. Bis gleich. So, da sind wir hier in Düsseldorf bei BMW. Eieieiei. Sogar die Farbe. Ich würde sagen, komm rein. Was machen die mit uns? Kann mir die Gegner erklären. So, ich habe auch seit letztem Jahr Führerschein für Motorräder gemacht. Ich habe zwar eine Kawasaki, ja, die hat mir ehrlich gesagt farblich ein bisschen besser gefallen, aber ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist das erste Autohaus, das auch Motorräder hat hier BMW, oder? Habe ich schon nie gesehen, da steht auch ein Motorrad. Ja gut, bei Audi oder Hyundai haben die keine Motorräder, ne? Nein, nein, ich war bei Fett und Wirs in Mörs, gibt es sowas nicht. Okay. Ja, das meinte ich. Ja, also, na, guck mal da. Aber schwenke. Das sieht echt gut aus, ne? Das sieht ein bisschen komisch aus mit der Maske hier, ne? Schön präsentiert halt so, ne? Ja, ja. So, ein bisschen. Hier hätte ich so Performance Floor eingebaut. Oder? Mhm. Schön mit BMW-Logo und so weiter. Das ist der neue Einzel. 320 PS, das Ding, ne? Vierzylinder, ne? Vierzylinder. Wahnsinn. Guck mal, schön Carbon. Das war bestimmt nur bei dem M-Modell, ne? Mhm. Sieht schön aus. Guck mal, aber kein Platz, Norm. Nichts. Guck mal, kein Millimeter. Schrauben will man da nicht dran. Nee. Ja, so mal gucken, was es hinten da gibt. Ja. Schön groß hier, ne? Schön. Voll. Ich kriege aber sehr schlecht Luft in der Maske. Ah. Oh, Norm. Für dich habe ich 4 im Wagen. Ja, perfekt. Aber das ist ja auch alle da. Cool. Guck mal, wie viele. Sieht gut aus. Finde ich auch schön hier, den Boden, ne? Aus Glas. Schön, oder? Das ist auch bei uns in der Firma.
wenn du guckst, ne, wie groß ein Einser geworden ist, ne? Oder? Das war eigentlich das erste Dreier. So, guck mal die Entwicklung. Du bist näher. Boah, wie fett, guck mal. Die sind aus wie von Akrapovic. Mhm. 2,35, okay, M. Wir nehmen jetzt die kleine Motorisierung, glaube ich, mit. Okay. Sieht schon mal gut aus. Was sagst du zum Leisten? Diese, ja, ist das Metall? Oder ich finde es zu markant. Zu wuchtig. Also doch, im Schwarz. Mhm. Bei den spiegelkappen Kühlergriff finde ich ganz schön. Ja, aber gut, die Leisten mag ich sowieso nie in Silber. Ja. Bei unseren Autos machen wir die immer schwarz. Die Spiegel und der Griff finde ich richtig schön. Richtig schön. Ja. Was ist dahinter? Früher war da immer so ein Kühler, so ein riesiger Kühler. Ne? Jetzt eine Platte, guck mal. Im Prinzip alles zu. Da bekommt wahrscheinlich die Kühlung hier. Ich glaube, haben die aber auch elektrisch schon, ne? Alter, ich krieg keine Luft. Kriegst du Luft in den Ding? Ich kann das nicht. Sehe ich auch wie ein Mongo bestimmt, ne? Das ist der 235i, das ist das Grand Coupé, ist jetzt halt auch erst Ende März auf den Markt gekommen. Ja. Ja, im Endeffekt ist es natürlich die Coupé-Form, aber auf der anderen Seite hat das Fahrzeug halt auch wirklich verdammt viel Platz. Wo wir gerade hier hinten am Kofferraum stehen, ich öffne ihn einmal, ne? Sie sehen also, was wir für eine massive Tiefe im Endeffekt für so ein Coupé halt haben. Wie gesagt, das ist jetzt der M235i, das ist halt die momentan größte Maschine auf dem Markt. Im Benzinerbereich hat halt auch schon das permanente Allradsystem, hat halt 320 PS und von daher muss man dabei halt auch wirklich sagen, das ist zwar ein Vierzylinder, ja, aber wenn Sie das Fahrzeug fahren, werden Sie halt auch merken, das steckt verdammt viel Power hinter. Ne? Okay. Ja? Zudem ist es halt auch vom Interieur, der neueste Betriebssystem ist halt auch letztendlich. Ist das? Genau, das ist also im Endeffekt so eine ambiente Beleuchtung halt mit drin. Das leuchtet? Interieurleiste, genau. Genau, das ist jetzt der Sportsitz, den haben sie halt automatisch also schon serienmäßig mit in der Ausstattungsvariante mit dabei. Es gibt halt zwei unterschiedliche, einmal der normale Standardsitz, den sie halt nicht in der Kombination bekommen und dann halt der Sportsitz, den sie dann halt schon in diesem M-Modell mit dabei haben. Ja? Ja? Ansonsten ist es halt, Sie sehen das auch vom Interieur, das ist alles sehr, sehr fahrerorientiert. Ja? Dieser schmale Schalthebel, was sich so ein bisschen verändert hat jetzt halt bei BMW, ist, dass sie halt den Start- und Stopp-Knopf in der Mittelkonsole also auch finde ich aber auch, ne? Ja, das gibt halt nochmal so ein bisschen diesen sportlichen, robusten Charakter dann halt auch wieder. Genau. Also das sah schon mal sehr interessant aus. Ich bin gespannt, wie der abends aussieht. Es gibt Autos, die sind schlecht beleuchtet. Abends. Genau. Aber ja, okay. Ja. Ne? Schön. Ja? Ja, also ist alles halt sehr, 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 sehr kompakt gehalten. Ne? Im Endeffekt können Sie hier natürlich auch nicht mehr viel machen in dem Motorraum im Endeffekt. Also Sie sehen, also platztechnisch ist dort halt nicht mehr viel möglich. Ne? Wischwasser nachfüllen, Batterie und die ganzen Systeme sitzen natürlich hinten im Fahrzeug. Von daher ist das halt alles sehr, sehr kompakt und überschaubar. Mhm. Ja? Ja, genau. Also ich muss eins sagen, auf dem Video, ja, ich habe mir so ein paar Videos angeguckt, bevor wir hier hingekommen sind, wirkt das Auto nicht so. Mhm. Ja? Ja. Ich bin ehrlich, also ich habe gedacht, was kriegen wir da für ein Auto, aber es sieht in Wirklichkeit, ehrlich jetzt, viel, viel besser aus als auf dem Video bei euch auf der Homepage, auf der BMW-Seite. Ne? Aber genau das ist genau das, was halt die Kunden auch wirklich sagen. Ne? Die sagen, das ist ein Fahrzeug, das ist ein komplett neues Fahrzeug bei uns bei BMW. Das Fahrzeug muss man gesehen haben. Ja? Und tatsächlich trifft es das auch genau. Weil ich meine, klar, die Optik geht natürlich auch nochmal eine Menge her. Umso sportlicher so ein Fahrzeug aussieht, auch aufgrund des M-Pakets, aufgrund der Felgen und so weiter. Das macht natürlich das Fahrzeug dann halt auch einfach oder stellt es so dar, wie es dann halt letzten Endes hier auch ist. Ja? Auch der Grill ist neu, kann das sein? Genau, genau. Die Niere ist im Endeffekt jetzt auch bei den BMW-Modellen, egal, das fing mit dem 7er an und zog sich jetzt halt auch über den 3er und jetzt halt auch beim 1er und beim 2er. Es ist größer geworden, wo die Leute auch vorher gesagt haben, okay, möchte ich mir erstmal anschauen. Aber es passt jetzt. Man sieht es jetzt auch schon, ich weiß nicht, ob Sie schon die ersten Bilder vom neuen Vierer auch gesehen haben. Okay. Da werden Sie also wirklich eine massiv große Niere sehen. Okay. Es hat halt eine Wirkung. Also ich bin ehrlich,
Ich habe mich zuerst erschrocken bei einem 7er. Ja. Ich habe gedacht, der hat mehr Nieder als Auto. Ja. Also wirklich solche Flopper waren da. Aber so mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Ja, und jetzt meckert er, glaube ich, keiner mehr. Ja, genau. Ich meine, wir hatten natürlich auch vorher, hatten wir natürlich auch viel, viel mehr Rundung da drin. Ja? Man sieht jetzt halt auch, der Wagen, der steht richtig auf der Straße. Ja? Und ich meine, umso größer natürlich die Niere ist, wenn man dann natürlich mehr Rundung dort drin hat, dann ist es natürlich am Ende des Tages halt auch, dann ist so eine Niere, kann dann halt auch eine Menge kaputt machen. Ja? Aber so ist es halt von der Optik, es geht halt perfekt ineinander über. Ne? Ja. Schön. Ja? Sehr schön. Aber schön Auto raus. Ja. Also ich würde sagen, jetzt gehen wir gleich mal zum Fahrzeug hin, damit Sie es dann halt auch mal fahren, damit Sie mal das live erleben können. Ich glaube, da bin ich gespannt. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Okay. Okay. Gut. Dann laufen. Ich muss die Maske so ein bisschen aussehen, ich habe keine Luft gekriegt. 5 Minuten Pause, aber wir halten Abstand deswegen. Kein Problem. Und wir sind hier nur wir zu zweit oder zu dritt. Ja? Aber der Norm ist auch ein Stückchen weiter weg von uns, deswegen so ein bisschen. Ah, da kommt der Schlüssel. Oh, da kommt der Schlüssel. Hallo zusammen. Ich glaube, ihr braucht das noch. Mit sicheren Abstand. Mit sicheren Abstand, ja. Genau. Wie gesagt, der Startknopf, das hat sich so ein bisschen verändert. Das habt ihr jetzt halt in der Mittelkonsole. Genau damit startet ihr den Wagen. Ne? Bremse und dann den Startknopf und dann geht's los. Okay. Genau, wichtig ist, wenn ihr den Gang einlegt, ja, der ist halt auch so ein bisschen kleiner geworden, also auch nochmal so ein bisschen sportlicher. Ihr müsst halt immer diese Simlock-Taste an der Seite mit eindrücken, um den Gang zu können. Ja, okay, ja. Manchmal kommst du ja mit der Hand einfach. Genau. Viele fragen mal, warum ist das so? Ganz einfach, wenn man irgendwo steht, als Beispiel an der Ampel oder sowas, dann kann es halt auch oftmals passieren, dass dann irgendwie, man kommt dort dran und hat auf einmal den Rückwärtsgang oder sowas natürlich drin und so soll es halt nicht sein. Ja? Schön. Ja? Also wir fahren jetzt eine ganze Woche lang mit dem 2er BMW Grand Coupé. Die hatten den M nicht zugelassen, aber sobald er zugelassen ist, bekommen wir eine Info, dürfen wir auch fahren. Ne? Jetzt fahren wir nach Kablindwort. Die hat gesagt, ja, Julia meinte, ich soll den Knopf draufdrücken und sagen, ab nach Kablindwort. Navigation nach Kablindwort. Alles klar. Unser nächstes Ziel ist Kamp Windform. Geil, schnell, ne? Ja. Unser nächstes, Nach 100 Metern links abbiegen in die Theodorstraße. 29 Kilometer. Schön. Ne, 29 Minuten. 43 Kilometer. Alles klar, okay. Dann fahren wir mal. Das Baby. Auf geht's. Auf geht's.